Ja, also wir sind ja jetzt auf dem, wir, ja, ich, Michael ist schon wieder weg. Wir sind jetzt auf dem neuen Stellplatz hier in Traben-Trarbach, auf dem Wohnmobilstellplatz, und das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, das war eine super Idee gewesen, dass wir gestern mal hierher gefahren sind und haben uns das Teil angeguckt. Ja, bis auf dann den Crash mit der Beule, das ist natürlich nicht so schön, aber was soll man machen? Ist passiert. Werden wir hoffentlich gut rauskriegen. Ist ja, wie gesagt, kein Kratzer drinne und nur das Blech ist verbeult, aber ist ja trotzdem doof, ne? Ist immer wieder so Arbeit, muss man irgendwo hinfahren, das Auto wegbringen und damit es gemacht wird. Und naja, schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, hier ist es wirklich toll. Ja, dann werde ich mal jetzt einkaufen fahren. Mal gucken, wo es hier was gibt. Ich habe schon ein bisschen mal gegoogelt. Und ja, hier fliegt der Hubschrauber heute andauernd. Die besprühen hier die Weinberge. Ich nehme an, dass das irgendwas ja, zum Spritzen ist für die Trauben. Davon gehe ich mal jetzt aus. Ich erzähle jetzt vielleicht Bullshit. Ich erzähle, der Hubschrauber fliegt und hier fährt der Rasenmäher. Aber der fliegt wirklich. Ich habe ihn heute schon gesehen. Das hat sich genauso angehört. Aber das ist jetzt der Rasenmäher. So, ich bin gerade hier am Auffüllen. Ihr habt hier eine Station. Hier könnt ihr Trinkwasser auffüllen, habe ich gerade gemacht. Und Abwasser abgelassen. Und hier sind auch noch mal, hier ist wie so ein kleiner Container. Und da habt ihr Duschen. Ihr habt die Duschen zweimal, einmal hinten. Hier ist die Dusche. Sieht doch alles sehr ordentlich und sauber aus. Und Toiletten. Jetzt kriege ich den Nippel nicht rein. Ja, und hier habt ihr auch Toiletten. Und hier ist Ablass. Auch schön angelegt, alles ordentlich, alles sauber. Hier ist Müll und hier ist der Automat. Hier fährt man rein, dann geht man hier hin und ja, dann folgt man einfach den Anweisungen und da muss man dann halt sein Kennzeichen angeben. Haben wir jetzt schon. Jetzt geht hier Aufenthalt verlängern. Und dann kommen hier die ganzen Kennzeichen und dann kann man dann sein Kennzeichen anklicken und den Aufenthalt einfach verlängern. Ja, also wunderbar, kann man mit Karte bezahlen, alles easy, wunderbar, also ich finde es toll. So, dann fahre ich jetzt mal einkaufen. So.
Hier ist jetzt zwar keine Volksbank, aber ein EC-Automat. So, jetzt habe ich erstmal Geld geholt, weil... Ach, ich muss mich erstmal konzentrieren hier. Weil nämlich in dem Supermarkt, wo ich gerade war, in dem Edeka, haben sie keinen EC-Karte genommen. Da war irgendwas kaputt und deswegen bin ich gleich nochmal jetzt hier Geld holen gefahren. Aber die Volksbank habe ich nicht gefunden. Hauptsache ein EC-Automat, egal. Das sind ja wieder Straßen hier. Aber auch ein schönes Örtchen hier, das Kröft. Das ist wirklich schön hier. Tolle Lokale. Also auch sehr schön. Also der Nacktarsch her. Kröver Nacktarsch. Stellplatz noch frei ist oder ob sich einer hingestellt hat. Aber das glaube ich nicht. Naja, ist voll. Ich glaube, es schaut gut aus. So, hier fährt man also jetzt rein und dann soll das jetzt automatisch aufgehen, weil ich bin ja registriert. Tatsache, guck an. Es funktioniert. Mal gucke, ob man hier auch wieder reinkommt. Nicht meinen Stuhl umfahren da. Geht doch ganz gut. Habe ich ganz gut hingekriegt. So, jetzt kann ich es mir gemütlich machen. Upsala, ich kann es mir jetzt gemütlich machen. Gott sei Dank, alles erledigt. Ja. So, da könnt ihr mal gucken. Es ist nicht hundertprozentig, aber ich komme nicht weiter hoch und vor allen Dingen müsste ich auf der rechten Seite weiter hoch. Hier müsste es weiter hoch, aber ich kann nicht auf der einen Seite höher fahren als auf der anderen. So muss es halt gehen. Aber ich habe gerade mit Wasser ausprobiert. Also es müsste eigentlich zum Kochen gehen.
Man hat ja so ganz schön seinen Schaff, bevor man so mit allem mal fertig ist, ne? Und du? Wir wollen Gassi gehen, gell? Also geht's jetzt erstmal Gassi, bevor wir uns mal hinsetzen. Hier bin ich gerade eben hochgelaufen. Das ist ganz schön steil. Dalton, der hat das mit links und 40 Fieber hingekriegt. Also da ist er ja noch wirklich fit in seinem Alter. Das muss man wirklich sagen. Ja, hier ist sehr schön. Da unten in der Ferne sieht man so ein Wohnmobil durchleuchten. Das ist der Stellplatz. Und jetzt werde ich mal hier langlaufen und gucken, ob ich dann noch wieder irgendwie runterkomme. Hoch zu, es geht ja immer, aber runter ist dann immer das Problem. Ich habe gar nicht so das richtige Schuhwerk, nur Turnschuh. Aber irgendwie werde ich wieder runterkommen. Also, haben wir was getan heute, schon am frühen Morgen. Ist auch nötig nach dem Sündigen der letzten Tage. So, jetzt geht's weiter. Und dann ist hier das Weingut. Das ist direkt da am Stellplatz. Da kann man sich Nachmittag hier schön hinsetzen und kann sich es gut gehen lassen. Schmeckt sehr gut. Wir haben auch schon probiert und ist schon alles gerichtet für die Gäste. Hier ist auch noch Platz. Ja. Geht man einfach da, wo die Dame jetzt langläuft, geht man einfach über die Straße und ist direkt dann am Stellplatz. Also sehr schön.